Brasilianer im Krankenhaus. Er war jahrelang eine der schillerndsten Figuren der Bundesliga und kickt mit 42 Jahren noch immer in seiner Heimat Brasilien. Doch jetzt leidet Marcelinho unter gesundheitlichen Problemen. Der frühere Bundesliga-Star Marcelinho ist am Donnerstag mit Verdacht auf einen Schlaganfall in ein Krankenhaus seiner brasilianischen Heimatstadt Campina Grande eingeliefert worden. Der 42-Jährige, der zwischen 2001 und 2006 Publikumsliebling bei Hertha BSC war und später auch 1,5 Jahre für den VfL Wolfsburg auflief, gab jedoch noch am Abend in einer Videobotschaft Entwarnung. "Mir geht es gut", sagte der Offensivspieler. Sein derzeitiger Arbeitgeber Trezor FC gab bekannt, dass der Spielmacher des Viertligisten im eigenen Haus eine leichte Ischämie, eine Minderdurchblutung des Gehirns, erlitten habe. Marcelinho soll vorerst zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben. Ein Einsatz am Sonntag im Start der BG gegen Campinense ist ausgeschlossen, die Rückkehr ins Training wird jedoch schon für nächste Woche erwartet. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.